Martin, bist du ready? Alles klar. Applaus für den Lehrer. Danke dir. Grüß euch. Um die Frage von vorhin aus dem Warm-up zu beantworten, die Slides sind soeben fertig geworden, weil ich habe noch einen Tippfehler gefunden. Ich bin der Lehrer, ihr befindet euch auf der GPN 21. Die Slides gibt es nachher wieder auf meiner Homepage. Wenn ihr Masttröten oder sonst irgendwie auf einem Social Media euch verbreitern wollt, nutzt den Hashtag, anders findet man die Dinger nicht. Wer ist zum ersten Mal in einem Talk von mir? Frischfleisch. ich habe zusammen mit McLemmon die Methode eingeführt. Wir wollten interaktive Talks haben. Wir wollten immer, dass Menschen Zwischenrufe, Zwischenfragen stellen. Und um euch zu motivieren, dies auch zu tun, gibt es für eine gestellte Frage eine Mannerschnitte, die von meiner wunderbaren Heraldin Sarah dann zugestellt wird. Das heißt, sie wird wahrscheinlich nicht viel sitzen können. Es tut mir leid. Und diesmal haben wir als Alternative, wer jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Stunde schon ein bisschen was Stärkeres braucht, hätten wir auch einen Mannerschlitten-Likör da. Nein, die GPN-Tasse wird damit nicht aufgefüllt. Schlückchen. 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 Kurz noch on a serious note, also wie gesagt, Handzeichen, Sarah kommt zu euch, stellt die Frage und alles ist gut. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir brauchen werden, ich habe keine Ahnung, wo wir enden werden. Es wird spannend. Widmen möchte ich dem Talk dem wunderbaren Sven Guckes, der uns vor 2 Jahren an leider verlassen hat. Der hat mehr über Kommandozeilen und SSH vergessen, als ich jemals wusste. Wie gesagt, fehlt ganz schwer, auch menschlich. Das kam mir unlängst, das musste ich einfach noch in den Talk einbauen. Grüße gehen raus an die Schweiz, für die nächste Cousin bereite ich was vor. ist nicht von mir, war aber zu gut, den liegen zu lassen. Gut, wer war letztes Jahr in meinem Talk? Entschuldigung. Das muss ich spezifizieren. Welchen meinst du? Wer war letztes Jahr in meinem SSH-Talk? Schön, gut, dann langweile ich nicht allzu viel, das ist schön. Ich habe nämlich mal kurz zusammengefasst, was wir da letztes Jahr gesprochen haben, weil das durchaus für das, was ich heute erzählen möchte, relevant werden könnte. Der letztjährige Talk, das ist super, das war super billig für mich mit den Folien, deswegen habe ich das ein bisschen, nein. Letztes Jahr war Besser Leben mit SSH. Wir haben darüber gesprochen, dass Mensch eigentlich ein Config-File möchte für SSH, um sich das Leben einfacher zu machen. Ihr könnt natürlich jedes Mal popokatebattle.example.com eingeben, wenn ihr einen Server adressieren wollt. Ihr könnt euch aber auch einfach ein Config-File schreiben und einen gemütlichen Alias definieren, wo man auch gleich den Usernamen mit angeben muss, kann. Und dann kann man statt SSH Lyrite, SSH Example bekommen, einfach SSH Demo schreiben. Und wenn ich mich, ja stimmt, ich habe es mit Lyrite gemacht, uff. Und damit erspart man sich schon Tippen. Wir überlegen für nächstes Jahr, hey, eventuell eine Bash-Golf-Session oder so zu machen, irgendwas in der Richtung. Wie kurz bringe ich ein Kommando? Ist immer wieder ein schöner Volkssport. Das Zweite, was wir angesprochen haben letztes Jahr in dem SSH-Talk, war das Thema Public-Private-Key-Authentifizierung. Das heißt, ich melde mich nicht mehr mit Benutzernamen und Passwort an, sondern hinterlege meinen Public-Key am Server und authentifiziere mich mit meinem Private-Key. Das war das Kommando, um den zu generieren, in dem Fall einen ED25519, weil er so schön knackig und kurz ist. Wer mehr wissen will, letztjährigen Talk auf mediaccc.de. Wenn ihr einen auf YouTube schaut, schaut ihn euch auf mediaccc.de an, das ist doppelt gut. Danke an das SWOG an dieser Stelle. Oder? SWOG ist doch grandios. Ich kann mich erinnern, damals in Berlin, ja, ich bin so alt, haben wir noch schnell am letzten Tag die ersten Videos gezogen und die letzten Videos kamen dann Monate nach Veranstaltungsende. Und mittlerweile so,
der Talk ist 2 Stunden um, wieso ist das Video noch nicht online? Also die Jungs und Mädels und Menschen dort leisten sensationelle Arbeit in der Automatisierung. Das machen ja mittlerweile glücklicherweise die Maschinen. Gut, ich schweife ab wieder einmal. In der SSH-Config Public-Private-Key-Konfiguration schaut dann so aus. Das werden wir heute noch ein paar Mal sehen, weil wir haben da ein paar spannende Konfigurationen vorbereitet. Gesprochen haben wir auch über den SSH-Agent, den wir über SSH-Add eine ID hinterlegen können, und dann brauche ich meine Passphrase nur einmal nach dem Booten eingeben und alles ist gut. Und wir haben auch über Same Defaults gesprochen, das heißt, ich kann in meinem Config-File nicht nur Konfigurationen für spezifische Zielrechner angeben, sondern ich kann auch Konfigurationen für generisch, also allgemein Catch-All, am Ende des Config-Files angeben, um gewisse Dinge, die ich in allen gesetzt haben will, zu setzen. Wichtig, am Ende. Gut, letzter Punkt, den wir letztes Mal besprochen haben, war das Elegant Jumping, wo es darum ging, über einen sogenannten Bastion oder Jump-Host auf einen Zielserver zuzugreifen. Mit dem Proxy-Jump funktioniert das ganz wunderbar und ich bekomme Post. Hurra! Dankeschön. Nutzt mehr Chaos-Post, auch intern und extern. Es ist ganz gut. Es ist ganz toll. Die Orga. Bitte an den Spinnen. Hi Leira, danke, dass du so viele Talks hältst. Das ist die Rechnung für den Waffelkeks-Chaos-Zoll. Wir bitten dich hiermit, die vorgesehene Waffelkeks-Abgaben an der Talk-Produktion Beteiligten, insbesondere Heralding, AV-Technik und Content zu leisten. Dafür, dass mir diese Bastarde jeden Tag mindestens einen Talk eingeteilt haben und das Ganze auch noch leider Normverteilung nennen. Das wolltest du so, das hast du bekommen. Ja, 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 ja. Aber natürlich, das Herald und AV-Technik-Team hat eine Mannerschnitte verdient. Beim Content-Team, das mache ich mir mit ihnen ad personam aus. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, Jumping, also Proxy Jump, Jump Host. Wie gesagt, letztes Jahr haben wir das gut besprochen. Zurückkommend auf die Public-Private-Key-Geschichte. Ich möchte das nochmal betonen, wir werden uns heute eigentlich fast ausschließlich damit beschäftigen. Die sind gratis, die kosten nichts, die sind quasi kostenlos, außer 10 Sekunden eurer Zeit und ein bisschen Rechenzeit. Jedes YouTube-Video abspielen braucht, glaube ich, mehr Rechenpower. Generiert euch mehr als einen, generiert euch einen pro Server, einen pro Kunden, einen pro Service, wie ihr wollt, wie ihr euch wohlfühlt, benutzt mehr als einen, benutzt nicht einen für alles, genauso wie beim Passwort, will man ja auch nicht eins für alle haben, oder? Ich meine, 1, 2, 3, 4 oder so, aber. Zur Erinnerung, beim SSH-KeyGen fallen dann 2 Files raus, weil das heißt Public-Private Key Authentication, das heißt, wir haben einen Public Key, der endet mit .pub, das heißt jetzt nicht trinken, sondern Public, und den Private Key, den man nach Möglichkeit nicht herzeigen sollte. Wir haben letztes Mal auch schon darüber gesprochen, das Thema Security versus Convenience, das waren dann immer die Fragen. Ich habe immer so ein Teil von SSH erklärt und dann kam sofort die Frage aus der Überbrückung. Ja, aber da muss ich ja noch immer. Und dann habe ich den nächsten Teil erklärt. Ja, aber dann, bis wir dann so weit waren, dass wir mit SSH Agent und Public Private Key den Private Key nur einmal eingeben mussten und ab dann für jede Session automatisch der Private Key aus dem SSH-Agent genommen wurde und ich nicht jedes Mal nach meiner Passphrase für den SSH-Client gefragt wurde. Jo, das hier begleitet uns, ich glaube, da könnt ihr mir zustimmen, in der gesamten IT, überall. Es ist immer eine Abwägung Security versus Convenience. Je sicherer ich etwas mache, umso unbequemer wird das für die betroffenen Personen. Das kann man jetzt auch wieder so sehen, die einen verdienen es, die anderen, ja. Wenn in den Medien wieder was steht mit, ja, wir haben, das ist wieder in irgendeine Firma verschlüsselt worden, also jetzt unabsichtlich verschlüsselt worden, dann muss natürlich die Security wieder nach oben gegeben werden. Wenn aber dann irgendein C-Level, also CTO, CFO oder sonst irgendwo alle 20 Minuten dann wieder einen PIN irgendwo eingeben muss, dann muss man ganz schnell die Security wieder nach unten drehen, weil so kann man ja nicht arbeiten.
ein Kritikpunkt an SSH und ein Kritikpunkt an dem, was wir letztes Mal besprochen haben, war, dass der Private Key natürlich dann auf der Festplatte liegt. Also SSH ist mittlerweile so weit und so gut durch Feedback optimiert worden, dass die Berechtigung, dass es gar nicht funktioniert und startet, wenn die Berechtigungen für das File nicht stimmen. Das heißt, hier werden wir durch das Tool bereits schon relativ gut geschützt, soweit es halt möglich ist. Wir können immer wieder bessere Methoden erfinden, das Universum erfindet immer wieder bessere Idioten. Eine Möglichkeit, den SSH-Key jetzt etwas sicherer abzulegen, ist, das Ganze im TPM abzulegen. Wieso habe ich eigentlich keine Speaker-Notes? Ich prangere das an. So, besser. TPM, Trusted Computing Module, Trusted Platform Module, ja genau, danke. Wird uns ja jetzt in der Zukunft dank Microsoft öfter über den Weg laufen, ist mittlerweile eine Voraussetzung für Windows 11. Mein X220 Lenovo ThinkPad kann das leider nicht. Trusted Platform Module, hier in einer Implementierung von Infineon, bietet uns die Möglichkeit, Private Keys, also jetzt nicht nur den Windows-Lizenzschlüssel, sondern auch sinnvolle Informationen, in einem geschützten Platz abzulegen. Das ist jetzt nicht super toll und macht nicht auf einmal alles magisch sicher und damit bin ich jetzt gegen alle Angriffe gefeit, aber es ist zumindest besser, als das Ding im Home-Verzeichnis, im .ssh-Verzeichnis liegen zu haben. Ist auch insofern praktisch, wenn jemand die Festplatte ausbaut, ist da auf der Festplatte mein privater Schlüssel nicht drauf. Das ist gut. Ihr könnt ihn dann nicht einmal mehr auf GitHub hochladen. Irrtümlich. Ja. Schau, das ist mal gerade sensationell. Das passiert doch niemandem, oder? Hat wer Freunde, die schon mal gehört haben, dass jemand seinen privaten Schlüssel... Ja. Ja, mittlerweile, ja, nachdem das doch des Öfteren angeblich, gibst du dieser Person eine, mit, also, du, wir die müssen Frage ja schauen, dass die Frage vorstellen. Gut ist, ne? Ja. Nee. Ich habe nie gesagt, dass die Frage gut sein muss. Ah, okay. Glück aber lass dir deine Schnitte schmecken. Ich wollte nur gesagt haben, dass GitHub es geschafft hat, irgendwie ihren eigenen Private Host Key auf GitHub zu stellen. Richtig, ja. Das war dann der Moment, wo sie so Checks eingebaut haben, ne? Oder? Nein. Die hatten sie schon, genau, ja. Da war was, ja. Fun. Wie gesagt, ist funktioniert ganz gut mittlerweile, hat aber auch ein bisschen gedauert. Also die Spezifikation war 2014 fertig. Fedora hat es dann 2019 eingebaut, CentOS auch, also so kurz vorm letzten Kongress, wer sich noch erinnern kann. Apropos, wer war noch nie auf einem Kongress? Ja, heuer habt ihr hoffentlich die Chance. Toi. Und mittlerweile ist es auch in Debian drinnen. Und es funktioniert sogar halbwegs. Genau. Das Ganze passiert auf PKCS 11. Also falls jemand mal einen Talk über diese ganzen PKCS-Standards und Protokolle machen möchte, ich wäre höchst interessiert daran. Ich möchte sie nicht selber halten. Ich habe bessere Einschlaflektüre. Die Idee dahinter ist, ich verbinde mich ganz normal mit SSH. Ich beginne mich per SSH auf meinen Server zu verbinden. Der Server sagt, ja, ich akzeptiere Public-Private-Key-Authentifizierung und der SSH-Client greift dann auf den Private-Key im TPM-Modul zu, um die Authentifizierung mit dem Server abzuschließen. Was brauche ich dazu? Ich brauche dazu ein paar Tools auf dem Client. Also das müsst ihr auf euren PCs installieren, libtpm2, die libtpm2 Tools und die PKCS 11 Tools. Und das war es dann auch schon. Es ist relativ einfach. Also, ja, eine halbwegs aktuelle Version von OpenSSH solltet ihr auch haben. Also auf der alten Solaris-Box im Zwischenboden wird es nicht funktionieren. Ja. Aber das sollte ja mittlerweile eigentlich gegessen und gegeben sein.
wenn ich diese Libraries dann installiert habe, dann muss ich mir schauen, habe ich überhaupt ein Trusted Platform Module und funktioniert das überhaupt? Ich habe für euch da ein kleines Demo gebaut. Ich wollte mir jetzt nicht mein Produktions-TPM-Modul und die Inhalte darin überschreiben, weil ich habe mich beim Testen mehr als einmal ausgesperrt und musste alles resetten. Das heißt, vielleicht zuerst einmal mit dem KVM und dem TPM-Simulierungsmodul testen. Das heißt, wir probieren das jetzt mal. Schauen wir mal, wie mir die Demo-Götter heuer gewogen sind. Ich habe da prinzipiell was vorbereitet. Schauen wir mal. Erster Check war, gibt es das Device? Sieht man das halbwegs? Ja, wunderbar. Hurra, es gibt ein Device. Großvater, Großvater, es hat geschneit. Das kennen nur Österreicher, da braucht ihr jetzt nicht lachen. Das zweite wäre dann, spricht das Modul auch mit mir? Das heißt, bekomme ich da Daten zurück? Oh, ich glaube, das habe ich mir fast schon einen Schnaps verdient. Holla. Genau. Also relativ einfach, relativ trivial, sind wir schnell durch. Wieso bin ich da falsch? So, da sind wir richtig, oder? Ja, verify. Das heißt, mein TPM get cap properties fixed liefert mir Daten zurück. Was da drinnen steht, ist uns jetzt einmal unwichtig. Aber wir können mit dem Modul reden. Hurra, erste Hürde genommen. Wie gesagt, auf dem X220 funktioniert das nur mit dem TPM-Emulationsmodus in einer VM. Ansonsten muss mein User auch noch in der Gruppe CSS existieren, die von dem Package automatisch angelegt wird. Das habe ich mittlerweile auch gemacht. Und wenn es wahr ist und mir der Reboot nichts kaputt gemacht hat, ja, hurra, der User Gulasch, der ich jetzt da gerade bin, ist in der Gruppe CSS. Der hupft mir da immer einmal falsch rum. Gut. Ansonsten kann ich nicht mit dem TPM-Modul reden. Ja, was brauche ich sonst noch? Ich muss, und da sind wir jetzt eigentlich schon am Eingemachten, ich muss einmal das TPM-Tool initialisieren. Das geht nur einmal, das habe ich bereits gemacht. Und dann muss ich in meinem TPM einmal ein Token anlegen. Diesem Token gebe ich eine PID, es wird keine Process-ID sein, aber halt einen eindeutigen Kenner, einen Label, ich selten rede noch den Satz zu Ende und dann darfst du gleich, einen Label, eine User-PIN und ein Recovery-Password, wie es in der PKCS11-Spezifikation heißt. Das ist der SOPIN ist der Security Officer Personal Identification Number. Ja? Genau. So, da gab es eine Frage. Ja, da gab es eine Frage. Und zwar, wenn ich den initialisiere, ist ja alles weg. Also, ja. Ich meine, kann ich auch noch einen Token hinzufügen, wenn ich jetzt meinen TPM schon nutze? Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt nach dem Talk da hingehe und meinen TPM erstmal leer mache und sage, oh, das ist schön, schmeiß mal alles weg und dann... Dann installierst mal auf, dann kannst du dein Windows nicht mehr nutzen. Richtig, dann kann ich mein Windows nicht mehr booten und dann ist es Feierabend. Genau. Ja, ich habe es aber noch, ich habe es noch nicht herausgefunden. Okay. Aber ja, also ich habe jetzt ein paar Mal resettet und alles wieder auf zurückgesetzt, aber ja, wie du richtig sagst, ergibt sonst keinen Sinn. Was hast du vor? So viele Fragen? Nee, oder? Ich laufe doch nicht hier wegen jeder Mannerschnitte. Okay, gut. Sollen wir uns das mal, schauen wir mal an. Wie gesagt, die Demo-Götter sind mir anscheinend gewogen. Das riskiere ich jetzt gleich. Das heißt, ich richte mir jetzt mal mein Token ein. Herrlich, keine Rückmeldung, das heißt, alles ist gut gegangen. Doch, hier kommt noch was. Nee, nicht schock mich, wenn ich da keine Rückmeldung sehe und sage, aber da ist ein... Gilt das Gesagte von gerade eben auch für macOS, sei es Intel oder ARM? Also I don't do Mac. Please. Bitte sprich mit MacLemon. Alles klar. Leider, ich probiere es einmal im Jahr, aber ich komme mit dem Gerät und der Tastatur und dem Ding nicht zurecht. Also, ich bin ein bedingter Mac-Basher. Ja, bitte. Nächste. Add-Token impliziert ja, dass man vielleicht mehr adden kann. Möchtest du die Demo-Götter mal befragen, wenn du einfach noch ein zweites addest mit P2 und irgendwie? Und ja, geht. Habe ich auch gemacht. Geht. Dann habe ich die andere Frage. Also, du willst. Challenge, okay.
Harald war das, gell? Bitteschön. Weil da, wo ich jetzt schon dreimal unterbrochen wurde, deine Frage kommt auch gleich dran. Man kann sich nämlich dann anschauen, gibt es schon Tokens? Dann gibt es das Token 1 und es gibt auch das Token 2. Die Demo-Götter sind mir heute wirklich gewogen. Chaka. Kannst du mal da drüben den, ja, den Herrn im schwarzen T-Shirt mit der Brille? Das ist eine generische Hackerbeschreibung. So. Also, gibt es den TPM2-P-Tool-Befehl auch in einer Variante, wo die P nicht in der Bash-History steht? Nö. Kill-90? Du machst nächstes Jahr einen Talk, ich weiß, ich sehe das jetzt schon, mit ganz vielen Fragen. Ich weiß, ich krieg dafür negative Karma-Punkte, aber du meintest, die Solaris-Kiste unterm Tisch, die schafft das nicht. Da ein Hinweis, wenn ihr Luit mit SSH verbindet, dann habt ihr weniger Schmerzen wegen Latin 1 und Unicode, weil Solaris kann das. Magst du nächstes Jahr einen Talk dazu machen? Wir brauchen mehr Talks. Es kann nicht sein, dass Sie noch immer so viele Talks von mir genommen haben. Reicht mehr Talks ein? Wir haben in der Pandemie alle Solaris-Kisten weggeworfen. Ich dachte jetzt gepflegt, aufgeputzt, Kondensatoren getauscht und... Okay. Nee, natürlich haben die kein TPM. Aber vielleicht baut wer, vielleicht hat wer was gebastelt, so eine Steckkarte mit TPM-Modul für die Solaris. Damit sie irgendeinen Auditor füllen oder so. Ne? USB, was ja auch nicht. Ja, genau. Über USB. Genau. So, wo war ich stehen geblieben? Ihr verwirrt mich. Wunderbar. So soll es sein. Weitermachen. Also das haben wir jetzt beides. Nein, das erste habe ich euch nicht gezeigt, weil das hatte ich ja schon. Wir haben jetzt mal den Token hinzugefügt. Das heißt, wir können jetzt unseren Key erstellen. Überraschenderweise mit AddKey. Habe ich mich beim Labeln vertan da. Das ist falsch, das ist ein Fehler. Der Label sollte natürlich der Label sein, der auch hier ist, sprich SSH Gulasch. Das heißt, Label ist SSH Gulasch, die PIN ist 1234. Dann kann ich mir einen Algorithmus aussuchen, in dem Fall nehmen wir mal ICC 256. Und das habe ich ja letztes Jahr in meinem SSH-Talk ja auch schon erwähnt. Ich bin ein großer Freund von Kommentaren, damit man dann die Keys auseinanderhängen kann, weil ich pflege nicht so eine innige Beziehung mit meinen Private Keys, dass ich jeden an den ersten 20 Zeichen oder so erkenne. Also vielleicht habt ihr andere Hobbys, aber ich bevorzuge dann einen vernünftigen lesbaren Kommentar zu haben. Und bevor ich das jetzt ausfülle, beantworte ich gerne die Frage, die da war. Ich weiß leider nicht, wie es in der Default von der Bash ist. Es gibt aber eine Option, das ist glaube ich auch distroabhängig. Wenn man ein Command anfängt mit einem Space oder mehreren Spaces, landet er nicht in der History. Das kannst du dir nächstes Jahr, das ist super, du machst nächstes Jahr zusammen mit dem Harald den Bash-Talk. Dankeschön. Wie war dein Nick? Noch, ja. Funktioniert so nicht in der ZSH. Wie viele Passwörter da ist. Ich fahr ZSH, ich kann, I don't do Bash. Anyways, da hinten war noch eine. Wenn ich das richtig gesehen habe, in der Ausgabeliste gibt er da YAML aus. Kann dieses Tool auch ein weniger cursedes Format? Also ich habe noch keinen XML-Output gesehen, falls das eine Frage war. Das hoffe ich. Aber ich arbeite gerade an einem Pull-Request, dass das DBS3-Datenformat unterstützt. Autsch! Ja, du darfst auf Wikipedia nachschauen, was das war. Anyways, wir wollten einen Key erstellen. Sollen wir das mal schon, nachdem wir die Demo-Götter heute so gewogen sind, bin ich jetzt mal frech und probiere das. Warum's? In diesem Fall hier seht ihr auch schön, hoffentlich, ist es lesbar hinten oder soll es noch größer sein? Ne, geht, ne? Ja, super. Der Label ist natürlich SSH Gulasch und nicht wie in meiner Folie 1, 2, 3, 4. Den User-Pin, wie gesagt, ist auch die Kombination, die ich an meinem Aktenkoffer habe. Und ein Key-Label. Und hurra! In diesem Fall ist das Kommando etwas gesprächiger, sagt mir add und gibt mir auch zwei IDs aus. Hurra! Und...
Ja, das sind noch, also Identifier. So. Wie gesagt, Hash-Algorithmen gibt es mehrere. Und jetzt kann ich mir, weil das brauche ich ja, um mich dann auf meiner Remote-Maschine einzumelden, den Public Key, das heißt, den holen wir uns jetzt auch noch schnell. Da gab es gerade eben noch eine Anmerkung. Ja, dann machen wir die Anmerkung. Ah, das kann, ja, das kann das Abgeschnittene sagen. Genau, der User-Pin. Naja, da oben abgeschnitten. Da geht's mit Reden weiter. Ja, und da fehlt AL auch. Ja. Let me fix that for you. Genau, also ist er doch da. So, besser? Sorry, das war jetzt der Vorbereitung geschuldet. Das habe ich normalerweise besser im Griff mit dem Setup. Nehmen wir die Frage auch noch, bevor wir weitermachen. Ja. Entschuldige, Sarah, du kommst da wirklich zum Einsatz. Alles gut, alles gut. Es ist vielleicht eine dumme Frage, aber... Nee, stopp. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt Fragen, die ich vielleicht nicht beantworte, aber es gibt keine dummen Fragen. Gibt es da auch ein Limit, dass man vielleicht mehrere Keys drauf machen kann, die auch noch weiter einschränken kann, dass man manche Keys dann auf manche Bereiche einschränkt? Wie meinst du jetzt auf Bereiche? Was meinst du mit Bereich? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dieser Key darf das und das SNHA-Key auslesen, das nicht. Der nächste Key darf aber zum Beispiel 3 auslesen. Nee, weil das ist, soweit ich weiß, nein. Wenn es jemand besser weiß, weißt du es besser? Moment. Nee, wenn du es nicht besser weißt, dann machen wir das nachher. Nee, weil das ja eigentlich auch userbezogen ist. Das heißt, in diesem User-Kontext habe ich auf alle Keys Zugriff. Weil ich bin nie, also 6 von meinen 7 Stimmen im Kopf sagen, ich bin normal, die 7. summt die Tetris-Titelmelodie, aber ich bin immer noch eine physische. Anyways, wo waren wir stehen geblieben? Darf ich mal kurz ein bisschen weiter? Danke. Wir wollten uns jetzt den Public Key anschauen und bada, funktioniert auch ganz wunderbar. Und hier hinten sieht man dann eben auch den Kommentar. Wenn ich jetzt hier einen zweiten Key anlegen würde und ich würde bei keinem der Keys ein Label mit angeben, dann könnte ich jetzt schon raten, so, welcher war jetzt welcher und wofür wollte ich den jetzt benutzen? Und ja, gut. Diesen Public Key, ich mache das jetzt auf die pragmatische Methode, diesen Public Key kopiere ich mir jetzt in die Zwischenablage, weil ihr erratet vermutlich schon, was jetzt kommt. Also so schaut es aus, das war, falls mir die Demogötter nicht gewogen waren. Den kopiere ich jetzt, so wie ich es auch letztes Mal in dem Talk beschrieben habe, manuell rüber und paste ihn mir in die Authorized Keys hinein. Ja, das kann man automatisieren, ja, das kann man mit Shell schöner machen. Ich mache es jetzt pragmatisch, weil ich habe noch 4 andere Talks und habe keine Zeit, das in hübsch zu machen. Das heißt, ich verbinde mich auf mein... Nein, ich habe jetzt gerade... Ja, ich habe jetzt gerade... Danke. Wenn man dauernd zwischen deutscher und englischer Tastatur wechselt... Ich habe mich jetzt manuell auf den Server verbunden, gehe ins SSH, mache ein vi.ssh, authorized keys, da habe ich natürlich den letzten nicht weggeräumt, es ist immer das Gleiche, niemand räumt auf. So, das heißt, ich habe jetzt auf meinem Server im authorized keys meinen public key hinterlegt, wechsel zurück auf meinen Client. Das ist nicht, weil ich glaube, dass ihr zu doof seid, zu sehen, was ich da tue. Das brauche ich, damit ich weiß, was ich als nächstes tun muss, weil ich doof bin. Editiere jetzt mein Config-File. Nein, editiere mein .ssh-Config-File. Genau. Und habe da schon das hinter... ich hatte das schon editiert. Ach, ist das praktisch. Und editiere jetzt mein Config-File für meinen Host ssh-server.example.com, gebe ihm den Spitznamen Gulasch, melde mich als User Gulasch an und ich möchte hier die PKCS11 authentifiziert, den PKCS11 Provider verwenden und möchte für diesen Host keine Passwort-Authentication verwenden. Ja? Wie gesagt, ist auch in den Folien drinnen, ist jetzt, wenn man meinen letzten SSH-Talk gesehen hat, auch kein Hexenwerk. Und wenn es jetzt wahr ist, sollte ich mich jetzt mit SSH-Gulasch anmelden. Und jetzt fragt er mich nicht nach meiner Passphrase oder sonst irgendwas, sondern er fragt mich nach der PIN für den TPM-Key. Das war jetzt 1, 2, 3, 4.
Man kann sich auch ein 64-Zeichen-Ding für eine Demo einrichten, aber ich meine, ja, ich bin dumm, aber nicht so dumm. Und ich bin jetzt ganz wunderbar mit meinem Gulasch SSH-Server verwendet, sofort, und habe damit meinen CPM-Key verwendet. Kleine Verbesserung gegenüber dem, was wir bis jetzt gemacht haben, und finde ich auch eine sinnvolle Nutzung von dem TPM-Modul mal, wie gesagt. So, 1, 2, 3. Tatsächlich habe ich 2 Fragen. Nee, nur einmal schnitten. Nee, ist okay, bin ich einverstanden mit. Trotzdem kann ich jetzt, wenn in Ordnung, kann der PIN alphanumerisch sein oder muss der numerisch sein? Ich habe es jetzt aufgrund des Zeitdrucks, den ich hatte, einfach nach dem PIN-Stand mit Ziffern gemacht. Es sollte, soweit ich weiß, auch mit alphanumerisch funktionieren. Und zweite, wie wählt man... Und, also, nein. Das kannst du kannst nächstes Jahr gerne einen Talk machen, UTF-8 in der Kommandozeile. Have fun. Und die zweite wäre, wie selectet man, vielleicht mal, willst du später nochmal erzählen, aber wie selectet man, wenn man mehrere Keys im TPM hat? Weil du hattest ja jetzt nur den Provider angegeben, aber nicht welchen Key. Das sollte eigentlich über die Challenge vom Server kommen. Ne? Die werden durchprobiert. Ja, genau. Ja. Im Normalfall führt dann auch zu Spaß, wenn man irgendwie zu viele SSH-Keys hat, weil dann geht's kaputt. Genau. Weil der Server dann irgendwann aufgibt und sagt, da kriegst du nicht mehr versucht. Have fun, macht einen Talk, wo leider falsch lag. Ich sitze vorne in der ersten Reihe und verteile Mannerschnitten für Fragen. soweit ich weiß, kann man mit der Identity-File den Parametern Public Key angeben und dann wird der Private Key, der halt zu dem Public Key, den man angegeben hat, verwendet. Ich habe mir jetzt die Syntax nicht komplett reingezogen. Ich gehe auch davon aus, dass man es definieren kann, aber... Wir haben doch kein Identity-File mehr, ist ja jetzt im TPM und wir haben nur ein TPM. Du kannst den Public Key nehmen. Ja. Ich gehe davon aus, es geht, ja. Wir können dann noch mal rumspielen und ich werde auf Mastodon vielleicht noch ein Update posten. Harald? Wie kriege ich die Sachen ins SSH-Agent rein, also mit SSH-Add, und wähle aus, welche ich haben möchte? Ich möchte die PIN ja auch nicht jedes Mal eingeben müssen. Ist da hinten noch ein Sitzplatz frei? Gute Frage. Wir treffen uns nachher auf einen Junk. Eine machen wir noch und dann machen wir ein bisschen Content weiter. Ist das okay? Ich will euch nicht abwürgen mit den Fragen, aber... Also wir haben jetzt einen Token angelegt und diesem Token haben wir einen Key hinzugefügt. Ja. Warum in der Form? Also kann man mehrere Keys auf einen Token machen? Man kann ja anscheinend auch mehrere Tokens haben. Was ist da der Gedanke dahinter? Lies die PKCS11-Spezifikation und erklär's mir im nächsten Jahr. Okay. Verschiedene Pins für jeden Token und dann bei Multi-User-Maschinen vielleicht. Aha. Wie gesagt, Tech-Demo. Ich freue mich über Folgetalks. Da waren wir. Das haben wir auch schon gemacht. Das hat funktioniert. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich auf dem Server? Ja, dann sollte ich zurückgehen, weil sonst bin ich verwirrt. Na. So. Gut. Das hat funktioniert. Genau. Für einen bestehenden SSH-Key ins TPM importieren gibt es derzeit einen Pull-Request. Da soll dann mal eine Pass-In-Option kommen. Ist in meiner Variante hier, die ich jetzt mit Debian laufen habe, noch nicht drinnen. Selbiges auch für TPM-Keys without Password, das heißt, ich möchte nicht jedes Mal die PIN eingeben müssen. Da gibt es derzeit noch einen Pull-Request, das ist auch noch pending. Kann ich sonst nichts dazu sagen? Ich schreibe den Code nicht, das ist C. Das wollt ihr nicht, dass ich schreibe. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du den Private Key ja gar nicht zu Gesicht bekommen, der ist im TPM drin und da ist der, wenn dein Notebook jetzt dann morgen stirbt, dann kommst du auch nicht mehr in deinen Server rein. Richtig, dann nee, weil ich habe dir, danke für diese sensationell gute Frage, da habe ich eine schriftliche Antwort vorbereitet. Schriftliche.
Ja, da muss ich nur mit meinen drei Notebooks bei jedem eins anlegen. Das ist aber viel Arbeit. Ja, aber das. Ich habe keine Freunde. Ich kenne Menschen, die das genauso machen. Die haben für jeden Laptop, für jeden Kunden ein eigenes SSH-Feld, damit sie genau, dieser Laptop ist mir gestohlen worden. Lieber Kunde, entferne diesen Public Key aus deinen Servern. Ja, Security Kufi. Da steht aber create one for each server. Oh. Mach weiter. Ja. Danke. Zweite Thema. Securing SSH keys with YubiKey Security Keys Universal Second Factor. Auch eine nette Spielerei. Sprich mit deinem Arbeitgeber, wenn dir das Geld für YubiKeys ausgeht. Warte mal, Preise, dann ist doch von der Uni noch, oder? Komme ich jetzt gleich nochmal dazu. Wie gesagt, YubiKeys, wer kennt diese One-Time-Pads U2F YubiKeys nicht? Wer kennt jemanden, der sie noch nicht kennt, empfiehlt es ihnen, es ist gut. Was brauche ich dafür? Ich brauche einen OpenSSH 8.2 oder höher. In unserem Fall haben wir jetzt einen OpenSSH 9.2p1. Und ich brauche ein paar Yubico FIDO2 Libraries installiert. Und dann tut das ganze Ding eigentlich relativ gut. Funktionieren tut das mit, am besten mit YubiKeys mit Firmware 5.2.3 oder höher, weil dann kann man auch ED25519 verwenden, was man möchte. Ja, warum? Lest ihr nach. Solo-Keys funktionieren auch, aber das ist ein bisschen mehr, das ist nicht so gut dokumentiert, da muss man jetzt spielen. Ich habe es jetzt mit einem YubiKey gemacht. Wie gesagt, you gotta catch them all, man hat üblicherweise mehr als einen von diesen Dingern herumliegen. Ne? Prinzipiell jetzt als Public Service Announcement, wie funktioniert das mit den YubiKeys und welche Version der Firmware hat mein YubiKey? Dafür habe ich ein Kommando vorbereitet, das ich jetzt dann aber auch ins richtige Fenster eingeben muss. Ah, es hat funktioniert, sensationell. Meiner hat eine 4.27er Firmware. Ich wollte jetzt vor der Demo auch nicht irgendwie noch groß herumtun, deswegen machen wir das jetzt so. Deswegen ist die Demo jetzt ohne ED25519 in Produktion. Wollt ihr nur ED25519 verwenden? Gut, in dem Fall, dass wir jetzt den YubiKey verwenden, ist es relativ gemütlich. Das ist ein Kommando, das wir schon kennen aus meinem Talk vom letzten Jahr. Wer nicht gesehen hat, schaut ihn sich auf mediaz.ccc an, vom wunderbaren VOG. Wir erstellen einen SSH-Key vom Typ ECDSA-SK. Alles was, also Bindestrich, es ist kein typografischer Bindestrich, bitte. Ja, ich habe das jetzt nicht aus dem Word kopiert. Das ist ein Minus, Minus SK markiert diese alles, was mit YubiKey zu tun hat. Mit Minus F, wie auch schon letztes Mal erklärt, lege ich mir einen File mit dem bestimmten Filenamen an, in dem Fall gpn.yubiKey. Wie gesagt, ich kriege dann zwei Files raus, ein Private und Public. Und ich habe auch hier wieder einen Kommentar, weil Kommentare sind unsere Freunde. Legt das an und jetzt... Ich habe leider den VOG zu spät bezeichnet. Ihr müsst mir jetzt glauben, dass mein YubiKey, der hier dran gesteckt ist, blau blinkt. Es ist ein blaues Licht. Es leuchtet blau. Ich presse da jetzt drauf und jetzt fragt er mich, okay, SSH-Keygen, möchtest du eine Passphrase haben? In dem Fall bin ich jetzt faul und sage, nee. Genau. Und ich habe jetzt einen Private Key erstellt und wenn ich jetzt hier im Verzeichnis nachschaue, dann habe ich hier einen gpn.yubiKey und einen gpn.yubiKey.pub. Hurra! Soweit im Prinzip genau gleich wie letztes Jahr, bis auf das, dass ich einmal auf meinen YubiKey mit dem Finger draufdrücken musste. Und das war's dann. So, wer weiß, was als nächstes kommt? Mobile Authenticator? Nee, soweit... Jein, aber nicht jetzt. Das erste, was ich natürlich wieder brauche, ist, ich brauche meinen .pub. Was machen wir nicht? Den Private Key auf den Beamer werfen.
Das heißt, ich kopiere mir jetzt hier auch, deswegen brauche ich das, den Public Key in die Zwischenablage. Das müsst ihr mir jetzt glauben, dass ich das tue. Machen SSH Gulasch. Ich mache ein ssh.gulasch@ssh-server.exam. Ah, guten Morgen. So. Vier. Editiere wieder mein Authorized Key Files, füge hier, wie gesagt, man kann mehr als eins haben, meinen, ich hätte natürlich jetzt auch YubiKey Key nennen können, meinen GPN Key hinzu. Und wenn ich jetzt SSH, was haben wir gesagt? Gulasch mach. Das ist eindeutig zu lang, der Fuß. Ja, ja, nein, ich will eigentlich jetzt, nein, anders. Deutsche, englische Tastatur mischen, immer eine schlechte Idee. Server.com. Ah, besser. Yes. Danke schön. Die Stimme aus dem Publikum hat mich darauf hingewiesen, dass mein YubiKey blau blinkt. Ich bin noch nicht gut genug konditioniert, dass ich jetzt auf diesen YubiKey auch draufklicke. Yay! Copy, Config, Gulasch. Das Ganze gibt es auch in Ich möchte nicht auf den Knopf drücken. Ob ihr das auch so implementieren wollt, überlasse ich euch. Ich übernehme keine Haftung und wir haben da hinten rechts noch eine Frage, die ich jetzt noch schnell nehme. Sollte sich aber alles... Der geht bis 3/4, oder? Ja. Danke, dann sind wir gut in der Zeit. Ist der YubiKey jetzt irgendwie in der Challenge-Response-Krypto mit dem SSH-Server beteiligt oder entschlüsselt er einfach nur den Private Key? Private Key. Okay. Wir haben noch eine Frage, ja. Ich habe dich gewarnt vorher. Alles gut. Ja, ich wollte nur kurz erwähnen zu dem No-Touch. Ich glaube, das haben die nur eingebaut. Ich habe mal ein Video gesehen, da hat sich einer einen kleinen Roboterarm gebaut, um seinen YubiKey zu drücken, um das zu umgehen für Remote. Also es geht immer irgendwie. Der Fischer-Technik-Roboterarm ist die 21. Jahrhundert-Variante der Webcams für die RSA-Pager. Der junge Mann hier vorne hat es schon weggenommen. Einen habe ich noch. Dort auf Martin? Ja, achso, ja, gerne, bitte. Kriegt man dann trotzdem mal noch. Es gibt sogar extra den YubiKey Touch Detector, der einem eine Notification schickt, wenn der YubiKey auf einen wartet. Danke, installiere ich mir dann gleich nachher. Ich bin ein alter Mann, Gleitsichtgläser, das tut das schon alles so verwerfen, da sieht man gar nicht mehr, dass da was blinkt. Alles gut. Danke für den. Hast du schon einen Mannerschnitten bekommen? Würdest du bitte diesem jungen Menschen da eine Mannerschnitte geben? Dankeschön. Gut, letztes Thema und dann sind wir auch schon durch. Dann könnt ihr endlich Junk trinken gehen, dann langweile ich euch nicht mehr länger. Zwei-Faktor-Authentifizierung, also TOTP. Das ist so die Fallback-Option, wenn mein Manager sagt, das mit den Zertifikaten, also mit dem Client, mit dem Public-Private-Key, das ist mir zu kompliziert, damit das kann ich nicht. Ich will meinen Benutzernamen und mein Passwort haben. Dann kann man ihm zumindest noch ein TOTP dazu konfigurieren. Ist im Prinzip schnell gemacht. Das Erste, was man braucht, ist, man installiert auf dem Server die LIPAM Google Authenticator, verbindet sich dann zum Server. Da bin ich ja zufälligerweise schon, aber ich gehe trotzdem, ja. So. Und editiert, ich hoffe, ich habe sie irgendwo. Ah nein, macht sich mal. Das, was man nie so tun sollte. Das habt ihr alles nicht gesehen. Und ich muss jetzt nachdem ich die Library installiert habe, muss ich zwei Config-Files anpassen.
Was ist die erste Regel, wenn man Konfigurationsänderungen am SSH, die man sprich am SSH-Server macht und dann den SSH-Server, das machen wir jetzt dann gleich, den SSH-Dienst einmal durchstartet. Was ist die allererste Regel? Man hat ein zweites Fenster mit einer bestehenden Session offen, mit der man sich wieder Münchhausen im Notfall rausziehen kann. Und die lässt man offen, solange der Laptop läuft. Weil es kann auch morgen passieren, dass man dann noch was nicht funktioniert. Gut, hätten wir das auch besprochen. Key müsste das gewesen sein, oder? Nein, natürlich nicht. Es gibt hier den Eintrag KBD mit großem K, sonst funktioniert das nicht. KBD, die Legasthenie schlägt bei mir. Dann machen wir es auf die altmodisch. Oder bin ich in der falschen Datei? Ich bin in der PAM, okay. In der PAM ist es einfach, da habe ich unten in der letzten Zeile ein Blödsinn hineingeschrieben. Ich muss nur diese Zeit, die Auto required PAM, Google, das heißt, ich hänge mir den TOTP Authenticator, den uns dankenswerterweise Google für unsere Werbezahlungen geschrieben hat, in die PAMD. Auch PAMD wäre so ein Thema, da würde ich irrsinnig gerne mal einen Talk sehen, falls jemand Zeit und Lust hätte. Und dann habe ich gesagt, müssen wir nicht nur die PAMD editieren, sondern auch die SSHD-Config. Und da habe ich jetzt meine KBD. Jawohl. Da habe ich meine KDB Inter-Ethic Authentication. Die drehe ich auf Yes. Yes. Haben wir gesagt. Und dann gibt es einmal den, nachdem wir mittlerweile überall Dings haben, haben wir jetzt System Control Restart SSH. Wo bin ich denn da jetzt? Da bin ich beim falschen. Gut. Ich mache jetzt das, was man nicht tun sollte. bin jetzt auf meinem Client. Als Client muss ich mich... Ich bin ein Depp. Genau das passiert, es ist nämlich genau das passiert, was man nicht machen will. Es kommt nämlich davon, wenn man nicht... jetzt wird es mit der Zeit ein bisschen spannend, aber das kriegen wir hin. Sollen wir was sehen? Nee, ihr sollt jetzt nichts sehen, alles gut. Ganz aus Gründen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe den SSHD neu gestartet, bevor ich den PAM Authenticator für den User konfiguriert habe. Ups. Kein Backup, kein Mitleid, absolut, bin ganz bei dir. So, das heißt, wir machen das mal da wieder kurz rückgängig. No. Quit. Die PAMD, ganz am unten. Route, diesen hier. Und einmal SSH. Genau. So. Dann machen wir es jetzt nochmal in der richtigen Reihenfolge. Es steht nämlich eigentlich auch da richtig drinnen. Nein, da steht es auch falsch drinnen. Ich verbinde mich als User zum Gulasch. 1, 2, 3, 4. Und rufe hier jetzt, bevor ich irgendetwas am Server ändere, den, wie heißt der? Ich habe es mir nicht gemerkt, Google Authenticator auf, genau. Möchte ich jetzt ein TOTP generieren? Nicht. Das kommt jetzt hier sehr grauslich. Das ist ein Barcode, den man abkommt fotografieren kann am Handy. Ich mache das jetzt auf die gemütliche. Ich nehme da den Secret Key und habe da, dann machen wir diesen hier, einen Software-OTP, damit ich jetzt nicht mein Handy rauskramen muss und das VOG noch mehr Arbeit hat. Ich füge jetzt hier manuell einen hinzu, das ist der SSH auf der GPN und das ist mein Secret und das ist auch Secret. Und jetzt habe ich hier ein Ding und das kann ich jetzt in mein Terminalfenster hineinpasten und es funktioniert, damit ihr auch ein bisschen was seht. Machen wir da wieder einen Fokus her. Do you want to update your home Gulasch authentication? Yes, please. Dann fragt er mich noch 20 Dinge über I don't care.
Und jetzt haben wir den Google, jetzt haben wir das TOTP für den User konfiguriert. Jetzt können wir uns zum Server verbinden. Bist du nicht schon auf dem Server? Ich bin schon vor dem Server. Jetzt kann ich mich zum Root machen, kann die zwei Änderungen machen. Das war die PAMD, da muss ich nur hinuntergehen. Dann nochmal, ich habe es euch ja vorhin schon gezeigt, deswegen kann ich das jetzt ein bisschen schneller machen, so ich mich nicht vertippe. Da drehen wir auf Yes. Wie komme ich nochmal aus dem VI raus? So da. Und jetzt bin ich hier. Und wenn es wahr ist und ich mich jetzt mit SSH, Gulasch, und jetzt muss ich es so machen, weil sonst würde wieder der TPM kommen, ssh-server.example.com, dann will er jetzt wieder mein Passwort. Und jetzt sollte es, wenn ich alles richtig gemacht habe, die Frage nach dem Verification Code kommen. Da hole ich mir jetzt den neuen aus dem. Das ist nur, damit ihr was seht. Gebe Enter ein und bin mit dem Server verbunden. Also auch das hat dann jetzt schlussendlich funktioniert. Da hinten. Ich glaube, ihr wart. Ja, du hast den Überblick. Bitte, danke. Die Frage hat sich gerade schon geklärt, aber ich wollte fragen, warum du required setzt, weil ich dachte, es wäre optional, aber ich habe das falsch gehabt, also egal. Wie gesagt, PAMD-Konfiguration wäre ein super spannender Vortrag. Da drüben hat sich. Yep, on my way. Also, entschuldige. Alles gut. Ich habe ein Bastelprojekt fürs Camp, eine Waffe. Derzeit, ich tendiere derzeit an rollende Dinge mit Gummi. So zum Sehe ich das richtig, dass man dann auch immer für alle Benutzer das anschaltet und man nicht meinetwegen. Es ist konfiguriert, also das ist PAMD-Magic, da kannst du was tun. Ich habe es jetzt mal auf die Schnelle zum Herzeigen einfach quer drüber gelegt. Das ist ein bisschen, es ist flexibler. Da drüben in der Herr mit dem Käppchen. Der sich schon in dem Bash geschwungen. Der wird langsam auffällig. Ja. Um dir deine eigene Weisheit wiederzuerzählen. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, in der PAM-Config irgendwie anzugeben, dass nur wenn der Google Authenticator tatsächlich auch eingerichtet ist, er auch gefragt wird. Das genau. Ist ganz hilfreich. Das heißt, vor du machst nächstes Jahr einen Talk. Dankeschön. Nein. Sarah, bevor du... Damit bin ich eigentlich durch und wir sind beim Q&A-Teil, nur damit du auch Bescheid weißt. Mach mal noch zwei. Ich würde sagen, also wir haben hier 42 noch, ist bei mir. Die nachfolgende Speakerin, die soll ja auch irgendwie noch ein bisschen Zeit kriegen. Ja, genau. Ich wollte nur noch anmerken bezüglich der Frage, dass man das nur für gewisse User machen kann, dass man ja in der SSHD-Config auch sagen kann, dass man das Keyboard Interactive auch nur für gewisse User macht und so weiter und so fort. There's more than one way to skin a cat. Ja. bildet Banden, macht's gemeinsam nächstes Jahr einen Talk. Dankeschön. Eine letzte? Machen wir eine noch? Eine noch. Ja. Welchen? Such dir aus. Haben wir irgendwo eine Dame? Wir hatten noch keine Dame. Ja. Mädels, komm. Zumindest eine. Oder ein nicht alter weißer Mann. Nein, du zählst nicht mehr heute. Leute nicht mehr. Da. Komm ich trotzdem eine Mannerschnitt. Das ist der Monster. Gut. In diesem Sinne sage ich nochmal danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir hier zu sein. Noch einen schönen Abend und eine schöne GPN.